Folge. Für diesen Test benötigen Sie einen Testleiter, eine Langbank und eine Schiene mit Zentimeterskala, die sich an der Langbank befestigen lässt. Bei dieser Testaufgabe stehen die Kinder in der Ausgangsposition mit geschlossenen Füßen auf der Langbank an der Zentimeterskala. Sie müssen sich dann langsam so weit wie möglich vorne überbeugen und beide Hände an der Zentimeterskala entlang schieben. Der Testleiter überwacht, dass die Beine im Kniegelenk gestreckt bleiben und liest am Endpunkt das Ergebnis ab. Die Endposition muss mindestens 2 Sekunden gehalten werden. Fehlerbilder. Während der Testdurchführung müssen die Beine im Kniegelenk komplett durchgestreckt bleiben. Die Durchführung muss langsam und ohne Schwungholen erfolgen. Die Endposition muss 2 Sekunden gehalten werden.